In der Den Academy beschäftigen wir uns schon lange mit der Frage, wie wollen wir leben und arbeiten. Heute haben wir den Thorsten Kausch im Gespräch. Der ist Berater, Marketing-Spezialist, Tourismusexperte und Stadtmanufakturmacher. Thorsten, kannst du ein bisschen mehr über dich selbst erzählen, über deine vielfältigen Hintergründe? Ja, das will ich gerne tun. Bei mir ist der Hintergrund ganz stark gewesen, die Fragestellung, wie entwickelt sich Gesellschaft in welcher Form auch immer. Ich habe dafür sehr viel Zeit mit Politik beschäftigt. Ich habe mich sehr stark in der Kommunalpolitik engagiert, war Mitglied des Landtages, was in Hamburg die hamburgische Bürgerschaft ist, saß beim Hamburger Wirtschaftsminister, Wirtschaftssenator als persönlicher Referent. Und immer ging es mir um die Frage, wie entwickelt sich Leben? Weil nur dann, wenn eine Stadt funktioniert, nur dann, wenn das Zusammenleben der Menschen gut aufeinander abgestimmt ist, nur dann ist das Leben auch attraktiv. Und da meine feste Überzeugung ist, dass Städte nur dann eine Zukunft haben, wenn sie attraktiv sind und nur dann Menschen anziehen, wenn sie auch funktionieren, war ich immer an diesen Schnittstellen. Und von dort bin ich dann zu Hamburg Marketing gegangen. Dort als Projektmanager und mit der Befassung von einem Event-Marketing-Konzept, Arbeitstitel Stadt als Bühne für die Fußball-Weltmeisterschaft, also schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich mich von dort, hatte ich das Glück, dass mein Geschäftsführer ging. Dann wurde ich dort Geschäftsführer der Hamburg Marketing, eine Strategiegesellschaft, die sich darum kümmert, international Hamburg bekannter zu machen, Investoren anzuziehen, Touristen zu gewinnen, aber auch Bewohner zu gewinnen, in eine Stadt zu ziehen. Und das habe ich bis 2016 gemacht, also 10 Jahre lang. Unter anderem halt auch Geschäftsführer Tourismus GmbH als Co-Geschäftsführer und bin dann 2016 ausgeschieden mit der Inszenierung der Elbphilharmonie. Das war Anfang 17 mit meinem Team noch der Schluss. Once-in-a-Lifetime-Projekt, genauso wie die Fußball-Weltmeisterschaft damals, das Sommermärchen zu kreieren mit in Hamburg. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe unter anderem die Stadtmanufaktur aufgebaut, wo wir halt versuchen, Stadtentwicklung neu zu denken aus den Soft-Skills, lebenswerte Städte zu bauen und zu versuchen, ja, die Städte so attraktiv zu machen, dass man da gerne drin leben will. Das war die Short Version, die vielleicht ein bisschen lang geworden ist. Spannende Themen. Was denkst du denn, wie kann man die Lebensqualität in unseren Städten steigern? Was sind denn so auch für dich mit der Stadtmanufaktur die wichtigsten Handlungsfelder für die lebenswerte Stadt von morgen? Naja, also wenn man jetzt formell sauber ist, muss man die ganzen obligatorischen Buzzwords nennen, Konnektivität, Mobilität und so weiter. Das ist alles richtig und die haben auch alle ihre Bedeutung. Ich glaube, noch einen Schritt mehr, dass es um das Zusammenspiel, was ich eben gerade sagte, der verschiedenen Themen geht, die auf die Stadt wirken. Das ist das Thema Wohnen, das ist das Thema Leben, das ist das Thema Arbeiten. Da gibt es viele Verschiebungen, wird nicht verwundern, dass auch ich der Meinung bin, dass Corona da nochmal einen richtigen Boost-Effekt mit sich gebracht hat, wenn es um die Frage von der Nutzung von Flächen in Städten geht. Aber es geht halt auch um Aufenthaltsqualität. Es geht darum, im Endeffekt die Identität der Räume zu verstehen und die Räume so zu konzipieren, dass sie ganz viel Kraft haben. Und im Optimalfall besteht nachher so eine gesamte Stadt aus vielen verschiedenen Feuern. Im positiven Sinne, mal große, mal kleine, die durch ihren Funkenflug es schaffen, eine gesamte Stadt in Brand zu setzen, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne, ein Feuer für die Stadt auszuüben, was warm ist und damit Anziehungskraft auch ausübt. Wenn man so ein Feuer entzünden möchte, dann braucht es ja sicherlich einen Tisch für viele Stakeholder. Was sind denn so zeitgemäße Tools, die du gerne benutzt, um diesen interdisziplinären Austausch herzustellen? Also grundsätzlich gilt für mich zugegebenermaßen immer, dass es um die Menschen geht. Menschen kreieren Städte, Menschen bauen Städte, Menschen wollen, dass Städte so sind, wie sie, in der sie gerne leben wollen. Insofern glaube ich, geht es um die Frage, wie kann ich Leute motivieren, involvieren, wie kann ich die Stadt zur Teilhabe machen, dass Personen sagen, jawohl, das ist meine Stadt, dazu bin ich auch bereit, mich zu engagieren in Vereinen, in Institutionen, in Interessenverbänden, aber auch in einfachen Initiativen, die im Endeffekt zum Kern haben, die Stadt zu verändern. Und damit dieser Grundgedanke immer so wichtig ist, zu sagen, es geht alles über Menschen und Menschen sind die Personen, die die Umfelder kreieren und beeinflussen, bin ich ein großer Fan davon, vor allem One-to-One- und Face-to-Face-Termine und Module zu nutzen. Ich weiß sehr wohl, das ist natürlich unter Corona-Gesichtspunkten, kann man vieles auch ins Web transferieren und vieles von dem funktioniert auch. Nur finde ich die Energie, wenn Menschen aufeinander kommen und zueinander kommen und miteinander Dinge erarbeiten, ist doch deutlich höher, wenn sie eins zu eins interagieren, wenn sie die Mimik und die Gestik des anderen erleben, wenn sie sich motiviert fühlen, durch selbige nochmal einen eigenen Impuls zu setzen. Das kommt doch in den ganzen Online-Tools aus meiner Sicht schwieriger zum Tragen. Insofern
Und innerhalb dessen kann man natürlich, sage ich mal, je nach Größenordnung und je nachdem, welche Zielsetzung man hat, die verschiedenen Tools wählen. Wenn ich vom World Coffee bis zum Kleinteil Think Tank Format, gibt es ganz unterschiedliche Module. Das hängt immer, finde ich, ganz stark von der Zielsetzung ab, was ich vor Augen habe. Jetzt ist das C-Wort schon mehrfach gefallen. Ganz sicher, Corona hat uns verändert und wir müssen sicherlich viele Konsequenzen aus dieser Zeit auch für die Stadtgestaltung planen. Was glaubst du, welche Learnings können wir schon jetzt mitnehmen? Ich glaube, dass wir sehr weitreichende Veränderungen haben werden, die aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht wirken. Ich glaube, auf der einen Seite wird die Qualität der Begegnungen auch in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Das hat Konsequenzen für die Ausgestaltung von öffentlichen Flächen. Das hat aber auch Konsequenzen für die Art und Weise, wie Veranstaltungen durchgeführt werden müssen. Ich glaube, dass es zum Beispiel so große Massenveranstaltungen langfristig deutlich schwerer haben werden. Ich glaube, es wird mehr darauf ankommen, in kleineren Sequenzen Begegnungen zu realisieren. Und da sind wir dann wieder ganz stark auf der Beziehungsebene, die ja doch allen auch unter Corona-Gesichtspunkten nochmal deutlich vor Augen geführt wurde, welche Bedeutung das ganze Thema hat. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass daraus sich Konsequenzen für Innenstadtlagen ergeben werden. Das ist natürlich auch aktuell in aller Munde die Frage, wie geht eigentlich City-Neudenken konkret. Wenn wir uns das mal sehr genau angucken, dann gibt es natürlich zwei Effekte. Das eine ist, dass ein Einkaufen allein nicht das Einkaufen von einzelnen Produkten ist, sondern es geht immer um Erlebnisse. Es geht um Räume. Man will Dinge erleben, man will Dinge ausprobieren, man will vielleicht aber auch Leuten begegnen und miteinander interagieren, mit Freunden, aber auch mit anderen, die im gleichen Laden einkaufen. All diese Freude vergeht einem momentan und das Erlebnis ist nicht das gleiche. Insofern glaube ich, dass dann noch einiges auf uns zukommen wird, was auch Veränderungen betrifft. Dazu zählt unter anderem auch, dass ich glaube, dass es die Städte auch diverse Leerstände haben werden und die Fragestellung ist, wie kann ich auch diese Leerstände in Überlegungen zur Reaktivierung der Innenstädte einbeziehen. Das ist das eine. Also die Frequenz wird an der Stelle weiterhin sinken und die Frequenz wird auch deshalb sinken, weil natürlich auch die Angebote an Homeoffices weiter zunehmen werden. Das hat zur Konsequenz, dass Büroflächen nicht mehr in der Gestalt genutzt werden, wie sie bisher genutzt wurden. Ich finde, beim Homeoffice wird es sehr deutlich. Wir haben Situationen, durch das Homeoffice werden auch die Frequenzen in den Innenstädten andere werden. Das hat zur Konsequenz, dass also, wenn die Menschen von zu Hause aus arbeiten und vielleicht nur noch anstelle von 5 Tagen, 4 Tage ins Büro kommen, schon mal 20% weniger Frequenz in der Innenstadt sein. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass man sich Gedanken über die Raumnutzung machen muss und man im selben Atemzug auch Konsequenzen hat für die Gastronomie, für den Einzelhandel. Die Frequenz wird weiter runtergehen. Der Onlinehandel wird weiter zunehmen, der wird auch nicht wegbrechen, weil viele gemerkt haben, dass der Onlinehandel doch ganz gut funktioniert. Und das sind so langfristige Tendenzen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir uns alle sehr genau überlegen müssen, was ist eigentlich das Zukunftsmodell des Lebens und des Wirtschaftens in der Innenstadt. Und da, glaube ich, wird das ganze Thema Durchmischung mehr Raum geben. Also es wird immer mehr darum gehen, auch wieder Wohnungen in zentralen Lagen zu ermöglichen. Wir alle erleben die Trennung. Das führt meistens dazu, dass viele Innenstädte am Abend dann doch eher tote Innenstädte sind. Ich glaube, es wird wieder um Belebung gehen müssen. Aber das Wichtige ist dabei, dass das nicht monothematisch gedacht wird. Also nicht, dass die Stadtentwickler in ihrer Planung sind, die Mobilitätslöser in ihrer Planung und die Einzelhändler in ihren Planungen, sondern ich glaube, worum es ankommt, ist, zusammenzudenken und die richtige Lösung für die jeweiligen Räume zu entwickeln. Und da gibt es nicht schwarz oder weiß und nicht richtig oder falsch, sondern es gibt nur individuelle Lösungen für individuelle Räume. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung in Zukunft sein, die Tunnel aufzulösen und gemeinschaftlich an Projekten zu arbeiten. Wenn viele Annehmlichkeiten der Stadt wegbrechen, gerade jetzt in der aktuellen Zeit durch Corona, dann entsteht ja die Sehnsucht nach vielleicht eher dem Land der Natur. Und glaubst du, dass es einen neuen Gegenspieler zur Stadt geben wird, zum Beispiel das Land, die Natur, oder auch das alte Dorfprinzip, vielleicht auch die virtuellen Welten? Bei den virtuellen Welten bin ich sehr skeptisch. Das habe ich ja gesagt, weil ich glaube, dass die Beziehungen ganz wichtig sind und die Erlebnisse ebenfalls. Ich glaube aber schon, dass, bleiben wir mal bei dem Beispiel Homeoffices, wenn es so ist, dass ich weniger in die Stadt fahren muss, erhält natürlich mein unmittelbares Areal eine größere Bedeutung. Das fängt an bei der eigenen Wohnung. Wenn ich weiß, dass ich mittelfristig mehr Zeit zu Hause verbringe, mache ich mir auch mehr Gedanken über die Frage, will ich eigentlich in diesem Umfeld wohnen? Will ich in einem anderen Umfeld wohnen? Brauche ich mehr Raum? Brauche ich einen Raum für einen Arbeitsplatz? Ein Modell. Zweites Modell, die Quartiere erhalten mehr Bedeutung. Das erleben wir jetzt ja auch schon. Die Leute kaufen häufiger mehr vor Ort ein. Sie nehmen wahr,
wie wichtig es ist, auch einen Beitrag bewusst, wirklich bewusst auch zu leisten, indem sie vor Ort einkaufen, indem sie vor Ort die Gastronomie nutzen, indem sie einfach den Flair der Lebensqualität vor Ort durch ihr eigenes Zutun stützen. Und auch das, glaube ich, wird in der Langfristperspektive weiter zunehmen. Das heißt, die Innenstädte werden an Bedeutung in gewisser Art und Weise, wenigstens was die Einkaufssituation anbetrifft, in jedem Fall nicht steigen, sondern aus meiner Sicht eher verlieren. Und der letzte Teil ist dann natürlich, dass auch die Quartiere immer mehr an unmittelbarem Einfluss möglich machen, weil da kann ich mich engagieren. Das ist keine anonyme Masse, sondern da kenne ich meine Nachbarn, da kenne ich meine Partner, bei denen ich seit Jahren eingekauft habe, kommt eine besondere Beziehung zustande. Und das, glaube ich, kriegt eine ganz andere Kraft. Insofern glaube ich schon, dass kleinere Quartiere, Städte, Citylagen da eine andere Chance erhalten. Aber im selben Atemzug heißt es auch, dass natürlich damit verbunden ist, was heißt das für die Infrastruktur, was heißt das für die Erreichbarkeit, weil natürlich nur dann von zu Hause sich zu arbeiten lohnt, wenn man auch weiß, dass zum Beispiel digitale Infrastruktur gewährleistet ist, sonst funktioniert es natürlich. Wenn wir jetzt nochmal ganz global auf Stadtentwicklung schauen, gibt es für dich ein Best-Case-Beispiel international, wo du sagen würdest, das ist gelungene Stadtgestaltung, da kann man Stadt 2050 schon ein bisschen spüren. Das kann eine ganz kleine Stadt oder eine ganz große sein. Gibt es da so ein Beispiel für dich? Naja, also das, was natürlich viele dann auch wieder sagen, ist Kopenhagen, wo ich finde schon, dass die Lebensqualität sehr hoch ist. Die haben es sehr früh verstanden, das Thema Radfahren auch in den Mittelpunkt zu heben. Das ist schon, finde ich, ein toller Case, wo man sagen kann, das hat gut funktioniert. Ich bin zugegebenermaßen ein wirklich großer Fan von Tallinn, aufgrund der unglaublichen Dynamik, die dort existiert, die durch die konsequente Digitalisierung der gesamten Stadt einhergeht. Die führt zu Attraktivität für junge Zielgruppen, für Studenten. Das ist eine unglaublich dynamische junge Stadt. Und da wäre mein Empfinden, das ist so eine Stadt, die mich reizen würde, weil da Aufbruch ist und im selben Atemzug das Ganze mit Modernität verknüpft ist. Und Digitalisierung, um das einmal zu sagen, ist für mich ja nicht Selbstzweck. Also ich bin kein Verfechter davon, Digitalisierung der Digitalisierung wegen zu machen, um irgendwie ein Label, wir sind die digitalste Stadt, an die Wand zu nageln. Sondern mir geht es darum, dass Digitalisierung immer eben einem Nutzen zuzuordnen ist. Und ich finde, das schafft Tallinn ganz gut, nämlich die Menschen möglichst konsequent von unnötigen zeitlichen Belastungen zu minimieren. Und da hilft das ganze Thema Administration unglaublich gut und bietet vielfältige Schnittstellen in verschiedene Lebensperspektiven. Und das finde ich sehr reizvoll. Insofern ist Tallinn eine spannende Stadt. Vielleicht noch eine Schlussfrage. Stadtgestalter, Stadtmacher brauchen sicherlich eine große Handvoll wichtiger Eigenschaften. Was wäre denn für dich die wichtigste? Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es extrem wichtig, übergreifend zu denken und verschiedene Themen miteinander in Verbindung zu bringen. Mein Eindruck ist immer noch, dass wir in vielerlei Hinsicht noch mit verschiedenen Tunneln zu kämpfen haben. Die sind auch aus meiner Sicht leider durch Corona deutlich gewachsen, weil natürlich in diesen Tunneln die unmittelbare Interessenlage eingefordert wird. Wenn man sich anguckt, wir haben den Tunnel der Hotellerie, wir haben den Tunnel der Kultur, wir haben den Tunnel der Automobilindustrie, wir haben den Tunnel des Einzelhandels. Alle rufen völlig berechtigt nach Hilfe. Und was zur Konsequenz hat, dass diese einzelnen Hilferufe dann bei der Politik auch immer mit entsprechendem Nachdruck vertreten werden. Das heißt, jeder kämpft für sich. Eine Stadt ist allerdings kein Gebilde, wo man für sich kämpfen kann. Eine Stadt ist ein Gebilde, wo verschiedene Interessen miteinander in einen Diskurs gebracht werden sollen. Und ich glaube, die große Kompetenz, die es bedarf, ist, dieses zu verstehen und das in Prozesse zu übersetzen. Also das heißt, Management von Kommunikation zu betreiben. Nämlich, das ist ja immer eine Fragestellung, wie kommuniziere ich mit den Interessengruppen? Wie binde ich sie ein? Wie schaffe ich ihnen Gehör? Und das ist deutlich, deutlich mehr als die Partizipation, die ich da formell festgeschrieben. Es geht da um Interessengruppen, es geht um Identifikation mit dem Raum, mit dem Ort. Und das kann ich nur schaffen, indem ich verschiedene Tools habe, wie ich diese Interessen auch einbette. Und ich glaube, das ist der wichtigste Teil, den wir derzeit haben. Und der zweite, der geht einher, ist aber, sich ganz stark aus der Perspektive der Bürger dem Thema zu nähern. Und der Fragestellung, die, wie man so schön sagt, Customer Journey orientiert ist. Also was braucht der Bürger eigentlich, um in seiner Lebenswelt leben zu können und auch in der Stadt sein Leben führen zu können? Und dabei ist klar, dass es immer nur ganz verschiedene Welten gibt und ganz verschiedene Leben gibt und auch nicht das eine Leben in einer Stadt. Aber ich glaube, eine Stadt muss so divers sein, dass sie halt verschiedene dieser Lebenswelten auch abdecken kann.
Und das muss man verstehen und da braucht man die entsprechenden Lösungen. Und das geht auch wiederum nicht aus Trichtern heraus. Ein Smart City Unternehmen kann nur die Technik liefern, den Content, also die Frage, was ist das, was wir eigentlich mit dem Hilfe der Technik erzielen wollen, muss dann aus den Bürgern kommen und muss dafür prozessual sauber aufbereitet sein. Dieser Teil ist, glaube ich, umso wichtiger, um Akzeptanz auch zu bekommen für solche Veränderungsprozesse. Weil auch wir erleben ja überall in allen Städten, dass alle sagen, Veränderung ja, aber bitte nicht bei mir. Also dieses Modell, not in my backyard, ist ja nicht nur in Berlin eines, womit man es geschafft hat, Google aus Berlin wegzuhalten, sondern tatsächlich auch Themen, die in anderen großen Städten kommen. Und das ist ein Thema, was andere Städte im Overtourism erleben, dass sie sich viel stärker auf die eigene Stadt fokussieren und die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung. Ich glaube, darum muss es gehen. Es muss darum gehen, der Bevölkerung den entsprechenden Raum zu bieten, sie dort abzuholen, wo sie stehen. Nur dann, wenn man über innen die Zufriedenheit gewährleistet, kann man auch im Außen strahlen. Aber das ist ja nun mal Marketing, Lessons Learned 1. Ein perfekter Schlusssatz. Danke, Thorsten Kausch, für das Gespräch. Sehr gerne.